Die neue Presse lässt den Nachwuchs ran. Seit 4 Jahren produzieren kleine Journalisten große Nachrichten. NP in der Grundschule heißt das Projekt. 28 Schüler der Grundschule Sudwiesen dürfen heute ihr Talent unter Beweis stellen. Hier sind wir gerade bei der TuiFly, einem Projektsponsor, und dürfen hier in die Fertigungshalle, in die Wartungshalle hinein. Etwas, was Kinder normalerweise überhaupt nicht dürfen. Lernen die Piloten kennen, dürfen in die Maschinen rein, ins Cockpit. Wir haben ganz tolle Termine, 15 an der Zahl, unter anderem auch mit Spitzensportlern, mit Größen aus dem Showgeschäft, mit dem Polizeipräsidenten. Wir waren beim Ministerpräsidenten und jetzt sind wir beim Fliegen. Und das ist die größte Faszination von allen. Wir haben 30 Klassen und 28 haben sich auf diesen Termin hier beworben. Wir konnten leider nur einen nehmen. Wie sieht ein Flugzeug eigentlich von innen aus, wenn es auf Herz und Nieren geprüft wird? Ziemlich leer. Keine Sitze, keine Innenverkleidung und auch die Fenster fehlen. Ganz neue Einblicke für die Mini-Reporter. Ich finde gut, dass wir das Cockpit sehen können und die anderen normalen Leute nicht, die gerade fliegen. Kann man eigentlich auch nur einmal machen. Guck mal, aber andere Menschen können auch nicht die Wartehalle. Ja, aber wir machen ja gerade das Thema auch in der Schule. Ja. Und dann finde ich es immer ganz schön, dass man so einen Ausflug macht. Und sogar der TuiFly-Geschäftsführer Friedrich Kepler begrüßt die Kids höchstpersönlich. Wie es sich für Reporter gehört, haben die eine Menge Fragen parat. Was machen die Männer da mit der Leiter? Wie hoch kann denn so ein Flugzeug fliegen? Wie viel tanken verbraucht eigentlich ein Flugzeug für einen Flug? Ich glaube, es ist ganz wichtig für Kinder. Erstmal ist Technik spannend, Fliegerei ist noch viel spannender. Und viele Kinder wissen ja noch nicht, was sie als Beruf wählen wollen. Und hier kann man sich ganz tolle Inspirationen holen und bekommt auch ein bisschen Verständnis für die Technik. Auch vielleicht ein gutes Gefühl, wenn man das nächste Mal in Urlaub fliegt, dann weiß man schon mal, wie das Flugzeug aussieht, wenn es auseinandergebaut ist, und hat dann vielleicht noch mehr Spaß, in Urlaub zu fliegen. Und der nächste Ausflug ist auch schon geplant. Wir sind noch einmal hier im Airport, und zwar am Freitag. Dort machen wir eine Inspektion hinter den Kulissen. Wir dürfen dahin, wo sonst niemand hin darf. Da zum Beispiel, wo die Koffer ankommen. Wir fahren einmal mit dem Bus übers Rollfeld. Wir dürfen einem Follow-Wagen folgen und lernen den Direktor des Flughafens kennen. Auch das ein Riesentermin. Auch da durften wir nur mit einer Klasse hin. Auch da haben sich fast 30 Klassen angemeldet. Was die Kinder dort erleben, gibt es demnächst hier auf Hannover Airport TV.